Schule. Die Freude ist riesig. Was bitte? Kinder sind weg. Jetzt kann ich endlich meine Bombe basteln. Ist ja wahrscheinlich. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Meister ist weg. So. Ab nach der Tause. Und ab in den Keller. Und ab. Arbeiten und ab. Und immer gucken, was heute Interessantes passiert. Ob etwas passiert. Wir werden sehen. So, liebe Leute, bei Grün dürft ihr fahren. Achso, Papa ist noch nicht so schnell. Nicht ganz schnell. Oh, ich habe gut vorgeschnitten auf alle Fälle. Mache wieder. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich los, ist schon nach. Oh Gott, ey. Bis gleich. Ich habe ziemlich Frühstück unten im Keller. Keine Zeit heute. Mit Elterngesprächen in der Kita. So, guck, jetzt stehen sie schon Schlange wieder draußen. Oh, wo ist er denn? Nimm mal dein Telefon bitte mit runter. Hier mal hochhängen wieder. Die hängt ein bisschen. Oh Gott, bin ich müde. Mehr Kundengespräche. Ja, das sind so eine Sache. Mehr Kundengespräche. Wie gesagt, ich kann nicht. Draußen leider, das geht nicht mehr so wie die letzten Jahre. Da kann ich nicht so viel aufnehmen. Früher wollte jeder in die Öffentlichkeit. Wenn man so schaut, bei alten Reportagen drängen sie sich ja alle ins Bild. Und das ist genau andersrum, weil wir Kinder mehr existieren, sozusagen, oder existiert haben. Na, Beweise, weil es sind ja alle die Heimagenten. Ja alles. Da muss die Identität verschleiert werden. Ja, so ist es. So sieht es aus. Das ist das Problem, was ich habe. Tatsächlich. Naja, wie auch immer. So ist es. Und deswegen ist das schwierig, aber ich kann ja hier drin was aufnehmen, was ich will. Ne? Weil jetzt steht ja draußen dran, alles. Warum kommst du jetzt ja morgen nicht vorbei, meine ich. Ach so, jetzt ja. Ich,
gestern früh mit der Jagd rausgefahren. Und dann bin ich, ich bin am Mittag wieder zu Hause, da habe ich mich nicht hingelegt. Was gibt's denn heute? Neuigkeiten, lies mal vor. Rudern, Rudern. Der Boulevard ist endlich wieder werden. Blitzer, Kameras, Barrieren für Rad und Busfuhr. Dinosaurier. Ja. Alex. Alex wieder. Guck mal, Thomas, kannst du den immer durchlesen? Hab ich mal mitgebracht. Nachher. Das ist hier oben die ganze Hühle Straße, Maiwe, Ober, Doktor Straße, was wir zumachen. Ja. Komm wieder Polizei, warte mal ab. Alex, kannst nicht lassen, ey. Komm wieder Polizei, warte mal ab. Tempo 30 Plan gegen Raser. Das Inter auch, haben sie diese Mieter zum Großen, haben sie hinter das Auto geschmissen. Wegen meins? Ja, weil der Hüse kennt ja dein Auto. Ach, wisst ihr, wie ich am Dienstagabend gesehen habe, oder vormittag noch, bevor ich rausgefahren bin, Dennis, seine Freundin. Ja. Angela. Ja. Hat sie gesagt? Na, hier ist tun das. Dass du sie gesehen hast? Ja, hat sie bei Edeka gesehen. Ja. Ja. Ich denke, da nur an der Kasse, wer steht denn da vorne? Aber im Moment gequatscht. Ja, das sind aber auch nicht die Leute. Das sind ja nicht die, die sich dran halten. Ach, ich meine. Ist ja egal, ob die da 30 machen oder nicht. Jetzt sind halt die Leute, die eben sich nicht dran halten, die da rennen fahren. Sanitäter, Schnappen, Bankräuber. Das ist alles schön. Und dieses Jahr, die drehen alle durch. Die alle im Jahr hatten bei uns genau dasselbe. Jetzt fängt der Vorstand mit mir rum zu eiern. Ich fahre raus, mache alles sauber. Die ganze Woche. Und die Sau ist ja nicht da. Da macht sich beim Vorstand bei mir. Ja. Ist keiner da. Moin. Moin. Ist keiner da. Jetzt hat sich erst noch früh mein neuer, der neue Mieter zieht jetzt nächste Woche ein. Hier in der Treppe, weißt du, wo der Chrissy war? Ja. Hat sie gestern früh gesehen, die Hausverwaltung, die Frau, da sagt sie, hat den vorhin die Schlüssel und ich sagte, zieht die nächste. Jetzt Abend saß mit mir verkommen, mit der Schwester oder Freundin, was da war, haben sie auf dem Balkon Armut gegessen. Was ist das? Ja, moin. Ich sag, brauchen sie noch, ich guck sie mich so rüber, weil ich hab auch mal mit Aufführung, guckt sie mich, na, da brauchen sie noch einen Tisch oder einen Stuhl, ich hab bei ihnen übrig, weil sie auf der Erde sitzen wollen. Ja. Man muss immer freundlich sein, Thomas, du bist doch, ich bin so freundlich für die Leute. Ja, ja. Und dann hinterher kriegst du noch auf den Arsch. Ja. Danke. Bis später. Ja, das war ja irgendwann. Das waren ja nur 14 Minuten heute. Ich habe einmal Angebot. Leberwurst. Angebot. Salami oder Mortadella. Ach, ich habe schon gehört. In der Nacht auf dem 26. Juli feierten rund 3000 meist junge Menschen eine illegale Party in der Hasenheide. Die Schäden, die dabei entstanden, beziffert das Bezirksamt auf rund 88.000 Euro. Naja, Vegetationsschäden. 70.000 Euro allein Vegetationsschäden. Also Pflanzen. Gerade erst erneuerte Rasenflächen auf den Maintagenwiesen sind komplett zerstört worden.
Kosten für die Reinigung belaufen sich auf rund 5.000 Euro. 30 Kubikmeter Müll muss entsorgt werden. Dazu kam das Abhaken von Glasscherben, Plastikkonfetti, Kronkorken und Kippen. Allein mit der Wässerung der Strauchflächen zur Entschärfung der Fäkalien, wie es im Bericht hieß, waren zwei Menschen jeweils einen ganzen Tag Arbeitstag lang beschäftigt. Ja, bitte? Hi. Hi. Wie geht's? Gut. It's okay. Have your breakfast. Time. I have the parts. Ah, so schön. Ich sehe schon, du bist begeistert. Moin. Okay. It's okay if I can just leave this one. Do you need it? No, I don't need it, no. Okay, cool. Okay. Ja, ja. Ja, alles gut? Ich melde mich. Okay, nice. And then, when approximately? I don't know. I have to look. Okay. I give my best. Okay. Yeah. Thank you. But I don't know. Okay. Maybe I'll come by tomorrow and just see, because my son's key is around the corner. Okay. So I'll just come past and then see how it's going. And then... Okay, cool. No problem. Okay, dankeschön. Bitte. Have a good day. You too. With my parts, mit der Bringen, oder? Weiß ich nicht, was möchtest du denn machen? Nein, Moment. Es kommt zu dark kaputt. Ja, es ist halt ein dicker Kompass. Das ist ganz normal, die sind immer ganz kaputt. Creepy, cheap stuff. Ja. Ich hatte einen Fehler. Ich habe mein Fahrrad gestern meiner Freundin ausgeleiht. Und dann heute muss ich nach Arbeit. Ja, aber was ist denn kaputt? Dieser hier war, ich habe einfach angefangen mit dem Fahrrad und dann hier war drin. Ja, sieht gut aus, ist ja schön, ist ja sowieso kaputt. Also, das, selbst wenn man das jetzt richtet, so geht das eh nicht. Ja, das ist kaputt, das ist halt weg. Das ist ja. Das ist total, ist bent. Totally fucked. Totally fucked, okay, great. Ja, einmal wechseln. Jetzt? Wechseln. Okay, das ist teuer. Ja. Ich denke so, also es ist nicht so teuer, aber ich denke so 60 Euro. 60 Euro. Ist ja teuer. Ich, dann... Weil das ist so nicht mehr fahrbar. Dieses Schalter ist, es, ist halt kaputt. Ich habe das neu gekauft, also ich habe immer noch ein... Oh, das ist gut, ne? Geh lieber dahin. Zurück, ja. Weil jetzt kannst du es ja wenigstens... Also du könntest auch vorwärts fahren, ja. Du darfst nur nicht mehr rückwärts treten. Ja, ja, genau. Aber nur in den Gang, keine ja. andere. Ja. Genau, und ich brauche normalerweise 45 Minuten. Ich glaube, also ich nehme die S-Bahn. Hier vorne kannst du schalten natürlich. Nee, dann geh da hin. Dann sag, das liegt nämlich daran, dass es wahrscheinlich falsch eingestellt war. Ja. Oder dir ist das Rad mal umgekippt, weil, guck mal hier, der muss auch getauscht werden. Okay. Ja, genau. Wenn der getauscht wird, das ist eh besser, du gehst da hin. Ja.
Und die haben nämlich alle Teile da. Also die können es sofort, zack, und fertig. Das sind dann meist am gleichen Tag. Also meist, ich weiß ja nicht, wie ausgelastet die sind, aber gleich mitnehmen wieder. Ja, ist besser so. Aber jetzt kannst du erstmal 5-6 Meter kann man damit fahren, aber eben nur vorwärts. Okay, dann vielen, vielen Dank bitte für die Beratung. Bitte, kein Problem. Schönen Tag noch. Dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Ne, ist es nicht. Saru, aber naja, sagen wir mal, die Menschheit lässt nach. Ich hab's ja richtig verwendet. Es sieht schwer aus. Naja. Wie habe ich es formuliert? War das okay so oder kann man das so stehen lassen? Oder? Nein. Wie? Nein? Na. Moin. Ich habe so einen ganz furchtbaren Ständer. Ich würde gerne so einen Doppelständer haben. Habt ihr sowas? Schon mal da? Ja, genau. Genau das. Ist das ein Doppelständer? Ah ja. Ja, klar. Ja. Sowas in der Richtung. Ja, ist bestellt. Kommt nächste Woche. Nächste Woche? Genau. Die kosten 45 Euro inklusive Einbau. Okay. Und sind super stabil, halten bis zu 80 Kilo, was jetzt nicht, ist ja klar, das wiegt so ein Rad nicht, aber es ist halt gut. Das sagt aus, sie sind und sind schön breit. Ja, das ist einfach. Natürlich nicht, wenn sie zusammengeklappt sind, ne? Also perfekt eigentlich. Ich mag die. Man braucht keine anderen Doppelständer mehr. Wenn die anderen halt nur so halbe Lösung sind und dann doch mal kippeln oder so, wenn sie. Der Stand zu eng ist. Okay. Du hast eine Gazelle. Ja. Da braucht man eventuell ein Zusatzstück. So eine Platte, ja, das habe ich. Die hast du da? Ja. Okay. Ja. Super. Die habe ich, nehme ich dann mit. Cool. Genau. Dann komme ich nächste Woche nochmal. Kommst du nächste Woche rum? Genau. Ja, okay. Alter, bis dann. Ja, die sind aber nicht lieferbar, die Dinger. Ich hab da auch schon einige, die das haben wollen. Die war jetzt ein bisschen unsicher, aber weil viel kostet, aber ich brauche die einfach nicht, diese Schmarren, die kosten auch 40 Euro. Ich finde die auch gut, weil es mit dem Kindersitz oder so. Ganz genau, weil die sind genauso breit wie der Kindersitz, also fast so ein Stück breiter. Also ich lasse den trotzdem nicht alleine drin, aber. Man kann ihn kurz, man kann vernünftig das Kind reinsetzen, ja. Das Rad steht stabil. Genau. Ich habe es letztens auch gehabt, da habe ich dann ohne reingesetzt und habe es gerade nebenbei noch den Helm kurz zugemacht, weißt du, ohne dass ich Angst hatte, dass das Fahrrad dabei umkippt, weißt du? Also ich stand daneben, aber ich konnte mal kurz mich abwenden. Ja. Hast du das Handy mitgebracht? Nee, ich habe das nicht. Jetzt werde ich auch losgehen. Losgehen, wie sind Sie? Hallo. Ja, bitte? Ich wollte meine Bremsen checken. Du wolltest deine Bremsen checken? Also ich möchte dazu meine Bremsen checken. Ach, ich soll deine Bremsen checken. Gut, warte mal. Arrivederci. Alles. Ich gehe jetzt kurz einkaufen. Ich brauche ohne Creme. Ja. Weißt du? Das waren sie ja Bremsen. Bremsen. Vorrat. Nehmen wir gebrauchte Hinterrad. So günstig ist das, ja? Für die Leute hier ist das so günstig. Ich glaube, das kostet doch hinten schon 18 Euro, ein Zug wechseln, oder? Nee, ist nur der Endzug. Die Außenhülle ist von Jaguar, die ist eigentlich gut, aber der Endzug ist sehr lahm und der kostet halt nur 4 Euro. Ah, okay. Und das Einziehen nur 4 Euro, also ja, das ist, dann bin ich bei 8 Euro und für vorne nehme ich 20 für den, weil da betausche ich den Zug nicht, dann nehme ich nur so ein gebrauchtes Ding mit Amber 20, 28 Euro. Ich mache das halt auch. Normalerweise würdest du ein Fahrrad nachnehmen mit so einem Ding in so einem, sagen wir mal, in Mitte oder so. Dann sagen sie, ja, machen wir eine neue Bremsanlage dran. Kostet 80 Euro. Mhm.
Und dann kannst du wieder vernünftig bremsen. Jetzt machen wir ja auch hier den Müll weg kurz. Und dann geht's los. Also einmal. Tada! Jo. So viel dazu. Hey, wieso ist denn das alles durcheinander hier? Kommt da mal hierher gucken. Ich muss unbedingt das Ding hier mal auskippen wieder und neu aufräumen. Also hier, das Schaltwerk ist erstmal locker, ne? Hier. Den machen wir jetzt mal fest. Was ist denn das? Ach, die Glühbirne flippt aus. Dann nehme ich sie raus. Die Glühbirne fängt an zu flackern hier oben. Seht ihr das überhaupt? Sorry, die letzten Zuckungen mischt hier. Okay, Schaltwerk ist fest. Die Achsmutter habe ich locker. Die zweite Achsmutter löse ich. Kette ist raus. Oh, Spannkraft ist hier aber keine. Mal gucken, ob wir den Abzieher haben. Das Trittlagerwerkzeug. Das ist der hier. Ja, Hauptsache, der funktioniert noch einmal. Muss ich ein bisschen schleifen. Hier ist er nämlich schon einmal abgerutscht. Klappt nicht. Vier Zapfen. Hör auf, ey. Okay. Schön, haben wir. So, mit der Drahtbürste. Wenn man es einmal abhat, sauber machen, fetten, Haare raus, hier sind überall Haare drin. Lager eingestellt, läuft gut, Fett ist drin, sauber ist es gemacht, Achse ist leicht verbogen, aber wir können es nicht alles restaurieren, das war ja auch gar nicht angesagt. Oh, er hat das kaputt gemacht. Mann, ey, also wirklich. Jetzt kommt Fett hier rauf und der neue Kranz.
Wie geil, oder? Dura Ace New Old Stock. Wow. Hammer. Oh Mann, ey. Viel zu schön. Der Klang. Wing, 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 wing. Geil, ey. Herrlich. Vom Feinsten. Geniales Teil das. Also dieses Bauteil. Hammer. Ein bisschen schwerer. Das Gewinde habe ich auch ein bisschen sauber gebürstet. Jetzt mache ich nur ein bisschen Öl drauf, damit es schön flutscht. Guck mal schnell, wie schön das flutscht denn. Ja, wenn man so ein bisschen Gewindegänge schonen will, also ja, die Gewinde sind ja auch nicht so stabil. Oh, ist das schön. Diese feinen Klinken, herrlich. Leider beide Seiten. Die ist auch komplett runter, die Kettenblätter. Und man bekommt in diesem Lochkreis natürlich neu jetzt keine, außer eben über das Netz. Aber da hat er wohl gesucht. Ich hatte ihm gesagt, kaufen wir am besten die gleiche Kurbel nochmal nach. Aber naja, wie es nun mal so ist mit den alten Sachen, man bekommt sie nicht. Oder nicht zeitnah. Und irgendwann muss das ja jetzt auch mal wieder funktionieren, das Rad, meinte er. Und deswegen baut er jetzt erstmal was Neues an. Und dann kann man ja immer noch mal gucken nach was Original. Aber einer der wenigen Kunden, die sich haben belehren oder aufklären lassen und das auch angenommen haben, dass natürlich das alte Material hier wesentlich besser ist als das neue. Wer will, kann vorspulen, das bleibt jetzt hier in ganzer Länge drin. So ist es zumindest angedacht. Wenn sich jemand dazwischen platzt sozusagen und stört, dann lasse ich die Reparatur komplett drin. Den Austausch. Pedalen ab. Ist auch klar. Kurbelabzieher. Thank you.
Kohlabs hier wieder raus. Ist die andere Seite runter. Na sag mal. Ja? Na gut, sowas schneide ich dann natürlich jetzt hier raus. Habe ich jetzt rausgeschnitten. Wenn der Marlies mich nach vorne ruft und was sagen will, das hört ihr eh nicht. Aber das andere bleibt drin. Hui, na, da ist aber gut Fett drauf. Wunderbar. Deswegen ging es so schwer ab. Nee, natürlich nicht, deswegen ging es ab. Ansonsten wäre die bestimmt nicht runtergegangen. Dann machen wir das auch gleich mal sauber hier ein bisschen. Ne? Ein bisschen den Grind raus. Na, hier geht's aber. Hier geht's aber. Sieht auch nicht mal so alt aus, das Lager. Sieht aus, als wäre das irgendwie mal getauscht worden schon. Ja, dann hoffen wir, dass jetzt hier seine Kurbel, die er gekauft hat, drauf passt. Und dann sind wir ja auch schon fast wieder fertig mit dem Umbau. AKA Aufbau. Ich halte ihn mal kurz ran. Ja, passt leider nicht. Da muss ein kürzeres Lager rein, weil die Kurbel, die baut anders auf, ne, als die alten. Also das ist hier wahrscheinlich ein 122, 127 Lager, 100, da brauchen wir einen Zentimeter weniger, 108, ja, entweder 118 oder 113er Lager muss dann drin für die Kugel. Das wissen wir erst, wenn die Kugel draußen ist, um zu zeigen, warum geht das nicht. Also hier ist die Vierkantaufnahme, hier sitzt die ungefähr innerhalb des kleinen Kettenblattes, auf der Linie des kleinen Kettenblattes. Hier bei der alten Drehkurbel sitzt die Vierkantaufnahme im Grunde genommen da, wo der Kettenschutzring ist, hier in. Also mit anderen Worten, lange Lager okay bei der, aber bei der eben nicht. Das kriegen wir halt nicht hin. Jetzt muss ich mir mal doch mal die Ärmel hochkrempeln, weil es wird ziemlich schmierig. Noch mal kurz Pause. Hände waschen, Ärmel hoch. Jetzt geht's los. So schön es ist, mit so Hemden zu arbeiten, aber natürlich. Die werden halt schnell schmutzig. Ne? Die sehen immer so toll aus und dann ruckzuck sind die angeschmuddelt und kostet ja auch Geld. So, gut. Kann losgehen. Also, Tretlager muss raus, es ist zu lang. Tretlagerausbau. Wir benötigen. Tretlager Ausbauwerkzeug. Ich möchte nicht, dass die Kamera jetzt runterfällt hier wieder. Mal sehen.
Wenn es zu schwer geht und ihr kontern müsst, dann bitte kontert. Nicht, dass ihr abrutscht mit der Schale, mit dem Abzieher, dass der in der Schale abrutscht. Dann kann nämlich passieren, dass die Zacken abbrechen, die Verzahnung, und ihr die Tretlagerschale nur sehr, sehr schwer herausbekommt. Wenn ihr meint, ihr schafft es so, macht es ohne Konter, aber ich würde empfehlen, für Anfänger, also immer Konter. Weil abgerutscht ist man schnell mal, und wenn dann was... Oh, das wäre dann... Schade. Na, lebst du noch? Ja. Das war gut fest, auf alle Fälle. Könnte der Tommy reingeschraubt haben, mal. Messe ich aus, wie lang der Teil ist. Oh, genau. 122. Ja, 40 Euro die Woche Fahrradmiete. Oh, das ist aber teuer. Es gibt ja diesen großen, der macht 15 Euro im Monat. Ich sage, oh ja, das ist gut. 15 Euro im Monat. Das ist gut. Ich sage, ja, dann musst du aber auch, ne? Dann musst du aber auch alles annehmen, dann machst du auch nackig. Gut, wie auch immer. Kurzum. 15 Euro im Monat, wird ja immer schlimmer hier mit den Leuten. Wie zur Hölle soll ich denn meiner Familie ernähren mit dem Fahrrad raus hier für 15 Euro im Monat und davon nicht 1000 habe?
15 Euro im Monat, da kommt nicht drüber hinweg. Tut mir leid, ich kann da nicht abschalten. Sind die schon bei 15 im Monat? Das ist ja wirklich lächerlich. Es ist ja lächerlich. Kein Wunder, dass die Dinger alle zerschossen irgendwo rumstehen. Perfekt. Jetzt noch die Kette drauf. Pedalen ran. Natürlich auch die mit neu Fett auf der Pedale. Fett ist immer dabei. Jetzt die Kette und finito. Das habe ich kurz mal rausgeschnitten, meinen Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Aber meinen habt ihr schon sehr oft gesehen. Das tut mir auch immer sehr leid, aber das ist eben genau das Problem. Ich habe halt keinen Kameramann. Es ist sehr erquicklich, immer zu sehen, wenn andere Leute da sind und die sich dann mal die Kamera schnappen. Irgendwie so und dann mal hier so rumlaufen damit. Da geht mal ganz cool. Ach, ja gut. Da irgendwas haut ja da nicht hin. Stellen wir erstmal hinten ein.
Naja, gut, okay. Dann. Sehr präzise ist der ja nicht. So, jetzt machen wir den hinteren. Jetzt den da hinten. Ein Auftrag, der doch lange dauert. Fast 12 Stunden. Ja, jetzt mache ich hier die Bremse bei der guten Dame, die vorhin auch da war. Das ist ja alles Spezialmacher. Das ist nämlich der die Bremsfeder hier hinten, die ist gerissen da. Und wenn die nie gerissen ist, dann kann man die Bremse ja halt nicht mehr gebrauchen. Nun, früher hätte man Ersatzteile gehabt. Dafür. Aber so eine Hakenfeder hier, das habe ich leider tatsächlich nicht da. Aber ich werde so eine Bremse da haben, die ich brauche. Das ist jetzt hier alt. Ja, ist halt. Schön. Hi. Die Ankauf von gestern Abend. Leider ist das Lämpchen jetzt abgebrochen. Leuchtet zwar noch, aber okay. Lampen laufen. Super ärgerlich, dass er natürlich jetzt die Lampe hier abgebrochen hat. Gestern, als er Draht aus dem Keller geholt hat. Kann man nicht ändern, muss halt gemacht werden. Gut, jetzt brauchen wir eine Lampe. Okay, das war das Licht, haben wir gemacht. Jetzt kommt hier für mich das Wichtigste, Bremse. Das wird auch für euch alle wichtig sein, aber wenn die so bescheiden läuft wie hier, dann ist da nichts mehr zu löten. Neuer Bogen, neuer Zug. Neue Zughülle. Kundengespräch. Ach, das wolltet ihr ja hören. Oh Mann, tut mir leid. Tut mir leid. Strohleid. Na. Ist das jetzt bei der Lampe das Problem oder ist das Problem von dem Dynamo? Fragt man sich. Dynamo hat schon ein bisschen Spiel, Lagerspiel, viel zu viel Lagerspiel und hier läuft die Rostsuppe raus. Hier wurde schon mal nachgefettet offensichtlich, aber da läuft der Rost. Aber Bremse, tack, 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 einmal frei. Gut gemacht. Die Bremse ist gemacht. Dann auch hier ein schönes Käppchen drauf.
Entschuldigung. Entschuldigung, wer muss dann war? Das ist ein Insider, der muss dann. Spanne ich die Kette? Zu viel. Zu viel. Richtig. Okay. Gut, Treffer sind 8 Gramm. Haben Sie gemacht hier? Alter, zieht. Richtig geil. Ja, dann kannst du deine Hydraulikbremse wieder. Rindpumpen kann man immer, aber ich habe hier noch Räder zum Rindpumpen. Schwurbel, Bird, Jimmy. Was ist das für eine Lampe, ey? Ja, eine richtig teure eigentlich. Kostet knapp 40 Euro. Halt den. Ja, ja, guck doch mal, 80 Lux. Ist doch voll. Geht ja genau hier drüber. Ja, perfekt. 80 Lux. Jetzt ist ja auch gleich Pause, ich hab's genau geschafft zur Pause. Ja, okay. Probieren und dann kannst du singen, aber. Nee, warum? Das ist so, ich verlieb mich ja auch erst in die Pause. Ja, das am Anfang, ist das Problem. Am Anfang sagst du irgendwie, ach, 200 weg und dann irgendwie so, ach, komm, oh, dann machst du hier noch und dann machst du am Ende noch das Lager und dann machst du das und das. Und das. Aber ich hab so viel gemacht, ich musste jetzt für 350 mal kaufen. Hör auf zu heulen jetzt. Hör auf zu flennen, Alter. Das ist meine Wheelie-Bremse, das geht ja gar nicht. Ich hab keine Wheelies. Keine Wheelie-Bremse. Dann gucken wir mal. Der Kollege ist gleich wieder kaputt rockt hier alles. Oh, jetzt aufgeregt. Ich würde hinten nochmal nachpumpen. Oh. Oder ist das okay für dich? Nee. Ich finde hinten ist ein bisschen zu mager. Ja. Oh, ist das hoch. Oh mein Gott. Ja, na, schon nett, ganz schlecht. Zu hoch finde ich ja. Und dann mit Rücktritt. Also. Und dann mit Rücktritt den Freilauf kommen lassen. Kannst du nicht rückwärts fahren. Doch, geht schon, aber du musst halt. Musst halt, darfst halt nicht mit, nicht zu viel, musst einfach die Pedalen. Füße von den Pedalen. Oh ja. Wir reparieren auch Marken. Ja, das habe ich mir für den Winterofer genommen. Ne, ich hab noch diesen. Wie heißt der? Wie ob's sowas? Was kommt hier da drunter? Was denn? Ah, schon wieder harte Hände. Filmt nicht, wa? Die filmt doch. Die filmt? Ja, tatsächlich hier. Da. Okay. Guck mal, jetzt kommst du in die Pistole. Oh Mensch! Hallo, dieses YouTube. Oder wie das heißt? Wo haben wir? Wo haben wir? Wo hast du denn die gesehen? Sag mal. Ja, ich hab das leider nicht gesehen. Da, wenn dann in der Waschanlage da. War in der Waschanlage, wa? Auf zur Waschanlage. Wasch. An. Anlage. Der neue Kameramann. Mhm. Ja Mensch, das könntest du öfter machen. Kamera, mach mal die Kamera, Mann. Wenn ich bezahlt werde? Bezahlt will er werden. Jetzt ein Pro-Bono-Projekt hier. Hör mal.
Mit Schaumstoff? Wenn ich mit Schaumstoff bezahlt werde, ist alles gut. Mit Schaumstoff. Es kann auch etwas ähnliches sein. Nimm doch einen Schwamm oder ein Stück, Gummi. Ich kann den Sitz einfach auf meinen Gepäckträger montieren. Du kannst auch dich mal da drunter packen. Unter den, jetzt immer gut, wenn du zu viel hast, immer so die Hand einfach drunter halten schnell. Aber eine Bordsteinkante runterfährt. Na, wo ist denn das? Sag mal. Ach, das heißt oben in der Wohnung. Jetzt fällt es mir ein. Ja, der Gedanke war so. Ach. Ja. Ach, ich hab, ach. Das sind zwei so dünne. Zum Beispiel sind so dünn. Ja. Und die kannst du ja, die sind ja so. Ja. Das wäre optimal. Ja. Kommst du heute Nachmittag nochmal hin? Ja, mach ich. Wann machst du Siesta? Von 1 bis 4? Von 1 bis 4, von jetzt bis 4. Na denn, viel Spaß bei der Siesta. Ich gehe Nudeln essen. Jo. Oh, der Ofen glüht schon, wie ich sehe. Nee, noch nicht. Noch nicht? Na, wie du willst, Marlies. Wenn du nicht essen willst, dann... Wenn nicht, oder lieber bestellen. Oh, der ist ein Waschbecken wieder sauber. Ja, oh, nee, ich mach schneiden. Ja. Was haben wir denn hier? Tata! Zack! Kontakte! Ich brauche Kontakt! Gönnen Sie mir Kontakt verschaffen! Also, Achim, ich brauche jetzt mal mein Werkzeug wieder langsam. Wenn ich jetzt hier schon ausweichen muss auf irgendwelche Ausweichwerkzeuge, das ist doof, ne? Bringt dir morgen alles um. Und jetzt ist es immer noch nicht da. Und wir haben schon Donnerstag. War das ein langes Verkaufsgespräch und verkauft habe ich gar nicht. Na toll, super, ganz toll hingekriegt, Tommy. Ey, wieder schön die Zeit verplempert mit nicht zahlenden Kunden. Das ist das Leid eines, der das gerne macht. Also ein schöner Titel für den Kanal. Das Leid eines Menschen, der es einfach gerne macht. Der es gerne tut und nicht das Geld deswegen. Ich glaube, das ist echt problematisch, weil man da nicht abschalten kann und sagen kann, nein, bringt mir keinen Umsatz. Haut mal ab. Oh, piss euch aus meinem Geschäft. Ich will Finanzen und Bilanzen. Das ist das, was mich interessiert. Finanzen und Bilanzen. Wie auch immer. War ich jetzt schon soweit, habe ich schon erklärt, was ich hier mache. Aber Schlauch ist abgerissen. Wie ich gerade sehe, ist auch das Kabel von der vom Licht abgerissen. Und jetzt kommt der nächste. Ja, bitte? Ich habe eine Frage, und zwar wäre es was sehr Eiliges, aber da habe ich ja schon mal Glück gehabt. Bis morgen ein Achter, der aber auch ein bisschen krass ist. Bis morgen? Ja. Das ist ja nicht eilig. Ja, hast du aber Glück. Echt?
Das morgen. Vorhin war einer da, der hat gesagt, ja, kannst du mir jetzt gleich mal schnell einen Reifen hier? Und ich sage, nee, das ist leider nicht heute, aber nicht gleich. Ja, dann gucken wir mal. Krassen Achter. Ja, also ist schon. Ja. Ach Mensch, der Hauptteil ist machbar. Ja. Der Reichtum wächst und wächst. Also, ich schaue mir nach, der Achter, der krasse Achter, der schnell raus musste, hat sich entpuppt als Reifen, der schnell raussprang. Der war eben raussprang, den habe ich schnell mal wieder zurück. Weil schnell war alles schnell. Luft ablassen, wenn der Reifen beugt. Luft ablassen, rindrücken, bisschen einmassieren, aufpumpen. Und wenn er dann hält und ordentlich liegt, ist alles gut. Nicht immer jetzt so glimpflich ab. Manchmal muss man dann tatsächlich die Felge tauschen, weil die Felge hat da arge Treffer gehabt, tatsächlich. In der Tat, das glaube ich. Mittagspause, wer hat hier Mittagspause? Nein. Ist ja ein Ding. Hast du was zu essen mitgebracht? Ich habe eine Frage. Ach so, eine Frage hat er. Eine Frage. Na gut. Dann will der alte weise Mann dich mal erleuchten. Was willst du denn? Ich dachte, zur Selbsthilfezeit. Hey, Tommy. Moin. Ja, wo ist er? Alles gut? Na klar. Schön. Der ist gerade durchrossen. Ah, wie geht's ihm? Ja, der ist gerade auf dem Weg zu Daniela im Krankenhaus. Ist sie im Krankenhaus? Ja, sie ist erstmals ambulant da. Also, sie ist da, weil die Kieferchirurgie ist da im Krankenhaus. Ja. Aber er wird uns rechnen, dass er im Krankenhaus bleibt. Also. Naja, aber ist er jetzt gestern Nacht neu gefahren? Nee, das mehr. Weiß ich nicht. Ich habe gerade ihn getroffen, er war aber ziemlich auf dem Sprung gewesen, er wollte uns unbedingt. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob er so heute Essen gemacht hat oder gestern schon. Naja, gestern war er ja abends noch bei mir, da habe ich gesagt, naja, wenn was ist, ruf an, sag Bescheid, aber er hat nicht angerufen. Nee, dann wird er so wahrscheinlich heute Essen gemacht haben. Ja, ja, dann hätte ich es ja nicht mehr gefahren, weil Taxifahrt muss ja nicht sein. Naja. Was bringt die Musik wieder los? Ja. Einschluss um 5. Nee, so viel nicht, aber ich muss mal einkaufen. Ist ja gleich 5. Nee, klar, aber. Es ist alt. Ich bin aber ziemlich eng gestückelt. Wo ist denn hier jetzt das Blech halt vorne wieder hin? Ja, ja. Ich kann mal beim Aussehen, das ist so furchtbar, du bist sofort abgelenkt und sowas. Ach, das ist doch fertig. Alter, das ist Kette neu, Kranz neu? Kette neu, Kranz neu. Du, Alter! Du warst das Ritzel, Alter! Du warst Unikleid oder was? 130 Euro hat er für die Dritzel bezahlt. Ja, das ist das einzige Wesen bei eBay, was du gekriegt hast. In NOS. In NOS-Zustand. Alter, ey. Hör auf, die Kurbel, ey. Wie geil, wie geil. Hammergeil. Das ist alles Kinderfahrrad. Ich war mein Kind zur Schule und einfach mal besser. Na, aber ey, das war ja nicht teuer. Der bezahlt so viel, wie er im normalen Fahrradladen für einen Antrieb, für einen Stino-Antrieb bezahlt. Ja. Der hat ja 130 schon für Dritzel bezahlt. Genau. Plus Versand, wahrscheinlich 140. Das ist ja toll, ey. Tolles Holz, wie toll. Leuchten die? Ja. Ja? Ja. Geile Meile. Puh, Bitch.
ich den. Gut, Steppenwolf ist fast fertig, bis auf den Aufkleber hier. Der muss noch. Und deswegen reibe ich noch ein bisschen lieber. Sind schon ein bisschen älter, die Aufkleber. Holster mal, den habe ich auch. Also es ist gleich 7:30 durch. Es ist 7:30 durch. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe genug Material für heute, glaube ich. Kann ich alle gerne mehr schneiden. Und würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Das, was ich jeden Abend sage, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mal sagen, 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 ich würde mal sagen. Also wir sehen uns bestimmt morgen wieder. Und wenn nicht, wenn wir uns morgen nicht sehen mit dem neuen Vlog, dann schaut euch einfach einen alten an. Denn davon haben wir auch genug. Also, schön, dass ihr dabei seid. Herzlichen Dank dafür. Danke fürs Durchhalten. Danke fürs Mitfiebern. Danke für die Glückwünsche, die ab und zu kommen. Danke auch für die Spenden, die ab und zu kommen. Das ist schon eine Weile her. Wer war der letzte? Oder danke für die Fanpost, die ab und zu kommt. Der letzte war auch mit dem mit der Zeichnung, da haben wir uns auch sehr gefreut. Und danke für alles. Danke für die Treue. Schaut bei meiner Tochter vorbei auf dem Kanal. Wie gesagt, die hat ein neues Video oben. Ich weiß, das ist nichts, was unbedingt jetzt hier Fahrradenthusiasten interessiert. Ja, aber meine Mann, sie hat sich Mühe gegeben. Sie hat es selber gemacht. Sie wollte es selber machen. Sie wollte selber ein Video machen. Sie wollte selber den Schnitt machen. Und dafür, dass er das erste Mal gemacht hat, ist es doch okay. Ist es doch für die in Ordnung. Und da kann man ruhig, seid mal so, Daumen hoch da lassen vielleicht. Und okay. Ach so, Kommentare kann man ja nicht schreiben. Ist ja ein Kinderkanal. Kann man keine Kommentare schreiben. Ist nicht so schlimm. Sie freut sich über jeden Daumen nach oben, über jeden Klick, über alle freut sie sich. Ja. Ne? So ein bisschen Ansporn ist das so für sie. Gut. Wir sehen uns. Macht es gut. Ciao.